Krise hin, Krise her. SUV werden immer beliebter. Mittlerweile ist jede fünfte Neuzulassung in Österreich ein SUV. Der Nissan Murano will da natürlich auch ein Stück vom Kuchen, obwohl er in Österreich nie richtig heimisch wurde. Er hat den US-Markt im Visier, wo auch schon die Studie Resonance Concept vorgestellt wurde. Ein Vorbote des vermeintlichen Nachfolgers des Murano. Die futuristische Studie stellt einen interessanten Ausblick auf künftige Nissan-SUV-Modelle dar. Wenngleich auch der aktuelle Murano nach dem Facelift einen modernen Anstrich erhalten hat und vor allem mit einem Dieselmotor stärker auf das heimische Publikum abzielt. Der 190 PS Vierzylinder Turbodiesel in Kombination mit einer Sechsgangautomatik lädt zum entspannten Cruisen ein. Die direkte Lenkung steuert den 4,86 Meter langen Murano dabei souverän durch die Gegend. Fahrten abseits befestigter Straßen sowie diverse Geländeausflüge sind auch kein Problem dank des All-Mode 4x4 Allradantriebs mit variabler Kraftverteilung. Verbrauchswerte zwischen 8 und 10 Liter Diesel müssen im Alltagsverkehr kalkuliert werden. Der Innenraum bietet reichlich Platz. Die Sitzflächen der Vordersitze sind aber zu kurz. Und auch im Kofferraum geht es vor allem in Grundstellung vergleichsweise eng zu. Zu den herausragenden Eigenschaften des Murano zählt seine üppige Ausstattung. Das Testmodell Executive um 57.400 Euro Listenpreis bietet zusätzlich zur schon umfangreichen Basisausführung serienmäßig unter anderem eine elektrisch betätigte Heckklappe, 20 Zoll Alufelgen mit Bereifung 235/55 R20, ein zweiteiliges Glashubschiebedach, Sitzheizung auch hinten sowie ein aufwendiges Bose-Soundsystem. Alles in allem ist der Nissan Murano eine hochinteressante Alternative zu deutschen Premium-SUVs, vor allem angesichts des ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Gute Voraussetzungen also für den facegelifteten Murano, um auch am österreichischen Markt stärker Fuß zu fassen.